Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt mal zu Dingensbummens gehen hier. Zu Opa. Hey, Opa. Think I need a handy assistant. Can you hand me the glue in the cupboard behind me? Sure. Hold on. I'm on my way. Wait a minute, Opa. Whoa! Careful. Okay. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Oh, shit! Okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh, oh Gott, was, das klingt nicht gut. Immer wenn jemand irgendwo die Tür zumacht, das ist nicht gut. Dann weiß man, es wird ernst. Power cable, of course. Yeah, it happens all the time. So, listen, I've noticed things with Daniel. Oh Gott. You know what I'm talking about. Oh Gott, weiß es oder weiß es nicht? Das, okay. Oh Gott, ich weiß, es sind unsere Großeltern und vielleicht... Aber ich bin echt so... Wir kennen diese Leute ja eigentlich gar nicht. Wir haben sie ja schon ewig nicht mehr gesehen und... Ja, sie haben uns jetzt aufgenommen und scheinen auch gute Absichten zu haben, aber ich erinnere mich nur an dieses erste Gespräch, nachdem wir noch da im Wohnzimmer saßen und ich erinnere mich noch an dieses, oh, wir müssen der Polizei sagen, bla bla bla, wir kennen die, was ist, wenn die uns, bla, und wenn die den Polizisten wirklich umgebracht haben und all sowas. Und ich weiß nicht, und vielleicht redet er jetzt auch gar nicht von seinen Fähigkeiten, vielleicht redet er von was ganz anderem. Und wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, verraten wir uns. Ich bewahre das Geheimnis. Nee, also das ist... Nee. Not really. What things? Well, I'm not sure how to put it. Like, some kind of invisible force. The holy gift or something. Yeah. Daniel likes to pretend he's got superpowers, but... That's it. That's it? Okay. But be careful, Sean. You know, he's still so young. Sure. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. She adores Daniel. And just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is, maybe you should stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... Warum nicht, Puerto Lobos? We have a home in Puerto Lobos. Dad wanted to return there. Two Mexican boys out on the run. That won't be a secret in Beaver Creek for long. America is your home. With us. And you have to think about your brother, you know, his future, all that stuff. It's too dangerous for us to stay here. And for you guys, too. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Oh, yeah, oh, yeah. Du kennst ihn nicht, jetzt ist es anders. Du kennst ihn nicht. Oh Gott, der alte Mann will uns ja eigentlich nur helfen. Oh, ich merk's ja, irgendwie... Jetzt tut's mir auch so ein bisschen leid, dass wir jetzt... Ich weiß nicht. Of course not. But everything's different now. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside.
Thanks. It's good to see you in my lair. You know, you were afraid to come in here as a kid. Really? Why? No idea. But you're a big boy now. You can take a look around. I won't eat you. Cool. Cool. Ah, ich glaube, Opa ist mir ein bisschen sympathischer als Oma. Ich glaube, dem traue ich auch ein bisschen mehr. Ich glaube, der hat wirklich ehrliche Absichten und bei der Oma ist das irgendwie so, ich glaube, wenn die, also weil die auch so streng gläubig zu sein scheint, wenn die herausfinden, dass mit Daniel irgendwas nicht stimmt, dann ist sie sofort, dann macht die uns sofort Probleme. Man, who did this? Oh, das waren doch wir, oder was? Our neighbor's son, Chris. Okay. Oh, das war Chris. Yeah, I helped him and his dad build that treehouse. Why are you holding a fire sword? I'm not sure. You know, that kid sure has an imagination. Ah, cute. Okay, was ist das hier? Wow. Is that you? Oh, yeah, that was taken when I retired. The mayor came to congratulate me himself. That's awesome. Yeah, really great day. Und dafür hat er dann die Goldnacks bekommen, I oder? I wish you'd been here. Ach, Opa. I'm sorry, Sean. I know you guys miss your games and your websites. But trust me, a break from all this can only do you good. You know, and it's safer that way. Yeah, yeah. I know. Yeah, yeah. Steven sure takes his hobby. Steven und seine Eisenbahn, ja. Oh, what's this? Das ist doch nicht. Ist das Claire? Claire, sag ich schon. Die Mutter? Das ist bestimmt die Mutter, wa? Oh, God. You found this. I just forgot to, It's okay. It's been a while since I've seen her face. Yeah. I like taking a look at it from time to time. Doesn't it hurt? Yeah, it does. But she's still my daughter, you know. I can't approve what she's done, but I think I understand. Good. I don't. Yeah, I'm sorry, Sean. Please don't... please don't say anything to Claire about this, okay? Don't worry. I won't. Was hatte sie jetzt nochmal gemacht? War sie jetzt einfach nur abgehauen, oder? How come you have a disco ball? Are you, like, throwing parties and stuff? No, this is a souvenir, you know? I actually met your grandma during a disco night. Believe it or not. Claire told me you guys have been married for, like, 40 years, so... It kind of makes sense. Yeah, that sure was a long time ago, but... we stuck together, you know, through thick and thin. That's cool. Well, call me old-fashioned, but I think that's how marriage should be. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Ja, ich glaube, das war's hier so und so weiter. Ah, there you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Oh, God. Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally. Yeah. No problem. Thanks so much. Keep it, guys. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Was glaubst du, was ich hier den ganzen Vormittag gemacht habe, Oma? And remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for you! No! I'm busy! Busy my ass! Come over here! Wo ist er denn? Du bist hier, hundertprozentig. Ich weiß es.
Dammit. Ich habe ihn doch eben schon so nahe gehört. Mach mal Piep. I get that he's... As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäscht, folge bitte diesen einfachen Regeln. Mische nicht Weiß- und Buntwäsche, niemals. Benutze einen Becher Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäscht, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. In Liebe, deine Frau. Was schön. Aber hier ist er drin. Dammit! Wo bist du, Junge? Okay. Ach, hinter der Tür. Gotcha! Hab ich dich, Feuerlöscher! Okay. Okay. Also ich weiß nicht, ob es was zu bedeuten hatte, aber als ich hier war, habe ich ihn eigentlich laut gehört. Also als wenn er hier irgendwo in der Nähe ist. Also vielleicht ist der... Warte, von wo kam ich? Von dort kam ich. Claire and Stephen are super kind to us, but a bit smothering. Oder auch nicht. Ist er vielleicht oben? Er scheint oben zu sein. Gut, dann gehen wir nach oben. Aber wir gucken natürlich erst nochmal hier. Have you seen Daniel? He's hiding somewhere. Running away from chores. I can relate. Sorry, Sean. He's not in here. I swear. Yeah. Well. Thanks. Was für eine dumme Frage. Wann soll er da reingegangen sein? Oh Gott. Wäre das jetzt ein Horrorspiel, würde ich mir jetzt dezent Sorgen machen. Okay. Ich habe irgendwie gerade einen Jumpscare erwartet. Ich weiß auch nicht. Im Schrank vielleicht? Aber den Schrank kann ich nicht. Kann ich mich nicht angucken. Hinter der Tür. Was zur Hölle? Wieso hat dann die Tür... Das beunruhigt mich. Ah, das hat er vielleicht mit seinen neuen Fähigkeiten gemacht, der Penner. Gee. Don't know why crooked frames stress me out like this. I know you're in there. Gotcha! What the? Bitte. Ich sag ja, er ist ein Penner, Alter. Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Again? We always have to clean everything. I don't wanna. Yeah, I hear you. Was für ein Hall hat dieses Badezimmer? Cool. Thanks, Sean. Yeah, yeah. All right. Let's get it over with. Lass uns Wäsche waschen. Hier haben wir uns ja so schon alles angeguckt, ne? Kann ich die Sachen hier auch noch mitnehmen, oder... All right. Time to take care of that laundry. Ja, okay, anscheinend. Thanks, Claire. Oh, diese Treppe hier. So, wo war denn hier nochmal? Hier nicht, sondern dort längs auch nicht. Na, fast. Ich glaube, andersrum wäre ich fast schnell gewesen. So. Waschen. How many programs does this thing have? Okay. It will do.
How many programs? Wir drücken einfach irgendeinen. As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. So, was sollte ich jetzt noch machen? Sollte ich überhaupt noch was machen? Ich sollte doch in die Wäsche waschen, oder? Daniel, was geht ab? Oh, wir können rausgehen. Alright. Time to see the sun again. Ich denke schon. Ich glaube, mehr war nicht, ne? Ich sollte nur die Wäsche. Ach, wir gehen jetzt einfach raus. Komm mal. Okay. Time to burn off some calories. What do you say? Haha! Yes! Oh, das sind die Sachen, die hatten sie an, als Chris sie getroffen hat am Ende von Captain Spirit. Ich glaube, das wird was. Oh, die haben aber schön dekoriert hier. Man, finally! Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Oh! Ow! Hallo, ganz ruhig. Ach komm. Au! Au, au, au! Lass uns mal ein bisschen Spaß haben hier. Watch out for the pack! Ich weiß, wir sollten eigentlich nicht so auffällig sein. Wir sind ja eigentlich auf der Flucht, aber... Ach, man kann ja auch wirklich mal ein bisschen Spaß haben. Und ich liebe es immer noch so sehr, wie die Fußspuren hier im Schnee sind. We stopped our training session since we got here, so... Sucks. Okay, da wäre der Schuppen. Ich guck mir mal, ob wir hier noch irgendwas haben, was ich mir angucken könnte. Da drüben ist das Haus. Hier ist das Baumhaus. Oh. So that's the treehouse Stephen helped out with. Pretty awesome. Das ist so cool, das jetzt mal von der anderen Perspektive zu sehen. Da ist ein Schneemann. Was denn du? Was möchtest du? Ja, du hast jetzt auch das Baumhaus gesehen, ne? Cool. Oh yeah. This place is actually kind of nice. Wonder what it's like in the summer. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Dann gehen wir einfach mal in den Schuppen, würde ich sagen. Gucken wir mal hier. Hier ist auch nichts. Okay. Aber wenn ich das hier sehe, wünsche ich mir fast wieder so ein bisschen Schnee zurück. Es ist echt schön hier. Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Of course. Oh, there's a... Sean, look! Oh. Oh, it's passiert. Thank you.